Hallo und herzlich willkommen. Es gibt im Beefy-Beefy-Land neuen Beef, und zwar zwischen Sam Dillon und Elena Miras. Can we talk? Ja, endlich mal jemand, den ich 2,5 Wochen erleben musste bei Kampf der Reality Stars, nämlich Elena Miras. Und da sagt jemand ganz viel Wahrheit über sie. Und das beleuchten wir in diesem Video. So, meine Lieben, der Hintergrund ist folgender, dass Sam Dillon ein sehr lustiges Video gemacht hat, wo er darauf hinweist, dass viele Influencer für Lottoland Werbung gemacht haben. Zu Lottoland eine kurze Info, die lese ich von Wikipedia vor für all diejenigen, die die Quellen immer gerne wissen wollen, ja, oder mir sagen, ich hätte keine Quellenbelege. Also, Lottoland. Für Deutschland hat es jedoch keine Konzession, weshalb das Glücksspiel durch Lottoland in Deutschland als illegal eingestuft wird. Schon eine Teilnahme ist möglicherweise strafbar und die Teilnehmer hätten dann keinen Anspruch auf eine Gewinnauszahlung. Aha, okay, so viel dazu. Jetzt gibt es die große spanische Weihnachtslotterie, El Gordo. Die gibt es schon, was weiß ich, wie viel 100 Jahre, liest man davon, weiß davon, hat davon gehört. Glücksspiel kann süchtig machen. Das war der Anlass, weshalb Sam dieses Parodievideo gemacht hat. So, aber sie ist Spanierin, findet aber bei Kampf der Reality Stars in dem einen Spiel noch nicht mal Spanien auf der Europakarte, sondern hält Portugal als Spanierin für Spanien und macht jetzt für die spanische Weihnachtslotterie Werbung. Kurz davor hatte sie wohl einen sehr, sehr, sehr schweren Schicksalsschlag gehabt, ja, und konnte dann aber feuchtfröhlich die Werbung für Glücksspiel machen. Und das ist natürlich genau der Punkt, den Sam Dillon aufgegriffen hat. Jetzt Elena Miras, ja, die meiner Meinung nach ihr wahres Gesicht im Sommerhaus gezeigt hat, denn genau so ist sie. Ich habe auch ein ganz hinterfotziges Erlebnis mit ihr gehabt, das kann ich aber gleich dann nochmal erzählen. Und hatte ja auch am Schluss ein bisschen Streit mit ihr gehabt in den letzten 2 Tagen. Das wurde aber alles nicht so gezeigt, weil man versucht hat, Elena ganz positiv darzustellen. Deshalb wurden all ihre Ausfälle und ihre intriganten Moves gar nicht gezeigt bei Kampf der Reality Stars, sondern nur eine sehr positive Seite, ja. Das ist ja auch in Ordnung und es ist ja auch schön für sie, dass sie sich da ein bisschen rehabilitieren konnte, aber letzten Endes hat es halt nicht gestimmt, ja. Also, mein Gott, was soll man sagen, ne? Als sie da eben zum Beispiel gemerkt hat, oh, sie muss jetzt nochmal, sie war ganz gegen Iris Klein die ganze Zeit und dann hat sie aber gemerkt, der Michael ist vielleicht doch sicherer noch weiter dabei, die sind alle gegen Iris, also schlage ich mich jetzt auf Iris Seite, denn ich brauche die Stimme von Iris im Finale, was ja auch ganz genau so war, um zu gewinnen. Und das war immer ihre Methodik, das genauso zu machen bei jedem Teilnehmer. Und jetzt hat sie sehr dramatisch darauf reagiert, dass man sie parodiert hat. Und das schauen wir uns mal an in ihrem Statement bei Instagram. So, ich bin endlich wieder da und glaub mir eins, ich habe einfach so viele Videos zugeschickt bekommen. Es gibt ja Menschen, die sich immer wieder damit beschäftigen, Influencer fertig zu machen, was ich immer so lustig finde, weil das selber auch Influencer sind. Also was bedeutet ein Influencer zu sein? Bedeutet das, wenn man Werbung macht, dann ist man Influencer, wenn man keine Werbung macht, ist man kein Influencer? Naja, das würde ich so jetzt nicht ganz unterstreichen, aber man kann natürlich sich auch aussuchen, für was man Werbung zum Beispiel macht oder halt mal gewisse Dinge hinterfragen, ja. So, was weiß ich, als ich jetzt angefragt wurde, ob ich für Ankerkraut was machen würde, weil ich ja gerne koche, ja, das ist jetzt leider Nestlé, das kann ich halt zum Beispiel nicht unterstützen, da muss ich halt auch Nein sagen. Ja, verzichte ich lieber auf das Geld, wie dass ich mir einen Shitstorm einhandle. Weil Influencer bedeutet ja, Werbung zu machen. Nein, bedeutet es nicht. Also das bedeutet ja, man teilt sein Leben, man nimmt euch mit in Reisen, man empfiehlt euch Sachen, das ist auch so.
So, und das ist jetzt wieder hier die Unsicherheit. Achtung, ihr seht es an der Körpersprache. Unsicherheit und gleichzeitig aber Überlegenheit, ja. Also sie überspielt jetzt ihre eigene Unsicherheit oder weiß, dass sie vielleicht da einen Fehler gemacht hat, den sie aber nicht zugestehen möchte und ist gleichzeitig arrogant und überheblich. Aber das ist ja, wird ja jetzt mit Werbung komplett in Verbindung gesetzt, weil die Nicht-Influencer müssen sich natürlich irgendwie hochpushen. Und wie machen die das? Ja, man kann sich nur hochpushen, indem man natürlich dich parodiert, ja. Nur dann kriegt man Follower, Fame, Fernsehpreise, keine Ahnung, ja, Kooperationen, ja, mit Lottoland. Nur dann kriege ich die auch. Die machen das, indem sie einfach sich, nee, die ziehen über Menschen her. Nein, wir ziehen mal gar nicht her. Wir schauen dich an und kommentieren das jetzt mal ganz neutral, obwohl ich dich nicht mag. Und auf Kosten anderen werden die dann wieder gepusht, weil Leute finden das ja richtig geil. Das ist das Jahr 2022, wenn man im Internet gegen jemanden hetzt, jemanden. Hetzt eine Parodie und ein Hinweis darauf, dass Glücksspiel gefährlich ist, ist also Hetze. Okay. Fertig macht, beleidigt, sich lustig über die Person macht, dann ist man grandios, dann ist man ganz stark und cool und ach, alle feiern das. Es ist so toll, sich auf andere Kosten von anderen Menschen sich richtig einen Namen zu machen. Aber das Lustige ist, dieser Mensch hat ja absolut gar keinen Namen. So, jetzt redet sie über Sam. Dieser Mensch hat absolut gar keinen Namen. Okay, er war in einer der größten Reality-Shows gewesen in diesem Jahr, Promi-BB. Er war zuvor in ganz vielen Formaten gewesen, unter anderem ja auch bei Kampf der Reality Stars, wo du auch warst. Vor dir war er da, auch nur so ein kleiner Hinweis, Promi-Boxen und. Es gab ja ganz viel, wo Sam auf sich aufmerksam macht. Also ich glaube, dass hier Sam doch wesentlich mehr Sympathie-Follower hat als du. Der dachte, der postet mal mein Video und macht sich lustig über mich. Aber ich freue mich schon, wenn du mein Video siehst. Du weißt ja auch genau, dass ich dich meine. Schätzchen. Und das ist die homophobe Geste. Schätzchen. Und genau das habe ich auch erlebt. Genau das kann ich bestätigen, weil ich sie live erlebt habe, 2,5 Wochen in dieser Sala. Schätzchen, dieses Verächtliche über Schwule zu reden, und das ist einfach in dieser, wie möchte ich jetzt, möchte es eigentlich gar nicht, möchte das Wort gar nicht sagen, aber vielleicht so in Anführungszeichen Ghetto-Braut einfach drin. Das ist halt so, da macht man sich gerne in dem Milieu darüber lustig, über Schwule. Und zwar genauso. Dann freue ich mich drauf. Live ist das immer besser dann, um zu wissen, was die andere Person über einen denkt, weil die machen sich ja lustig über mich, aber die kennen mich ja gar nicht und die haben gar keine Ahnung von gar nichts. Und auf das bezogen, sie sagen ja auch immer Werbung die, Werbung da. Niemand zwingt jemanden etwas zu kaufen. Man gibt ja eine Empfehlung ab. Ja, man gibt eine Empfehlung ab für Glücksspiel, was sogar noch illegal ist in Deutschland oder nur nicht mal eine Konzession hat. Kein Mensch wird gezwungen, etwas zu kaufen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, so, ihr müsst das jetzt kaufen, sondern es ist eine Empfehlung, was finde ich, ist dieses Produkt gut oder nicht, und dann empfehle ich das weiter. Dann solltest du dich vielleicht auch mal über das ein oder andere Produkt schlau machen. Aber ja, also wenn ich aber jetzt hier einkaufen gehe und jemand macht eine Empfehlung, das Brot schmeckt gut, dann werde ich sofort wütend. Weil das geht ja gar nicht, dass mir jemand eine Empfehlung macht. Nein. Darf man nicht. Also für alle, die haten die ganze Zeit und probieren, Menschen schlecht darzustellen, bitte schaut euch in den Spiegel an und überlegt mal ein bisschen hier oben, falls es möglich ist bei euch, ob da noch irgendwas drin ist, was ja funktioniert, weil. Ja, vielleicht ist ja auch bei dir nicht mehr ganz so viel drin, was da funktioniert. Denn man macht sich ja schließlich A, über den Kooperationspartner vielleicht im Vorfeld mal schlau, B, über die Sache als sich und C, gibt es einfach irgendwie auch Tabus, die man vielleicht einfach auch nicht macht, ja? Wie eben Glücksspiel zum Beispiel. Wir sollten alle ein Vorbild sein und nicht. Jetzt kommt die Nummer und wir sollten alle ein Vorbild sein. Bitte.
Wir lassen das Vorbild mal reden. Jemanden fertig zu machen, um einfach alleine ein bisschen Fame zu bekommen, weil man sonst einfach so langweilig ist. Da bringt halt auch die gefärbten Haare nichts. Und schon wieder ein schönes Diss, da bringen halt auch die gefärbten Haare nichts, ja? Ey, jeder hat seinen Style und jeder kann sich ausdrücken, wie er möchte. Und wenn Sam jetzt gerade pinke Haare hat oder ob er blaue Haare hat oder braune oder blonde, kack, egal. Er inszeniert sich als Paradiesvogel und das darf er und das ist ein gutes Recht und mich erfreut sowas. Damit will ich euch einfach sagen, hört auf im Internet Leute zu mobben, Leute zu beleidigen, Leute fertig zu machen. Wofür? Wofür? Was habt ihr davon? Mein Gott, ich habe hier eine Tochter zu Hause. Stellt euch vor, wenn ich mir schon überlege, dass ich hier eine Story machen würde, ein Video machen würde, wo ich einfach Leute raussuche, ist schon diese Arbeit, das würde ich mir ja gar nicht geben. Weil du es gar nicht kannst. Dass ich diese Menschen genau anschaue, was sie sagen, was sie machen, das Video kopiere, da reinschneide und dann nochmal ins... Auch da nochmal ein Self dazu gebe. Ah, nein, nein, nein. I'm the star here. Also, was ist das für eine Attitude? Was ist das für eine Attitude? Schaut euch genau die Attitude an. Arrogant, überheblich und vor allen Dingen ist sie angetriggert. Also, da ist auch Wut in ihr drin. Das sieht man im Ausdruck der Augen. Self dazu gebe. Ja, also, ich finde das gar nicht gut. Und der verarscht alle Menschen. Also, ich würde niemals jemanden fertig machen, um einfach irgendwie einen Profit draus zu ziehen. Und ich habe eine Tochter. Ich muss ein Vorbild sein. Ich kann doch nicht Menschen beleidigen oder fertig machen über das Internet, weil man fühlt sich ja so stark. Ich will ja Eileen diesen Wert gar nicht mitgeben. Und das sollten die Menschen alle auch tun. Wir sollten nicht hetzen, hetzen, hetzen. Diese Welt ist schon katastrophal. Überall herrscht Krieg. Und wir hetzen uns noch gegenseitig im Internet. Ich verstehe sowas absolut gar nicht. So. Ja, das ist schön, dass du es nicht verstehst, ja. Das muss man sagen. Aber letzten Endes betreibst du gerade gar nichts anderes, ja. Auch wenn du jetzt den Namen nicht sozusagen in den Mund genommen hast, ja. Und von daher würde ich mal einfach sagen, wir schauen mal rein, was uns der liebe Sam hier zu sagen hat. Denn der hat natürlich drauf geantwortet und der ist auch wie ich ein bisschen angeschlagen gerade. Oh, ich bin leider noch kranker geworden als gestern. Aber ich wollte jetzt nochmal sagen, weil ganz viele jetzt das, was ich gerade geschrieben habe, nicht verstanden hat. Es geht darum, dass eine Person, eine Frau, die ich ja in mein Parodie-Video hatte, was auch überhaupt gar kein Hate war, in mein Glücksspiel-Parodie-Video, jetzt wieder aus ihrem, die kommt immer irgendwie alle paar Tage, glaube ich, nur rausgekrochen, macht dann ein paar Instagram-Stories und macht dann, glaube ich, auch nur gerade eben Werbung und sonst. Ja. Kurz dazu, ne, sie hatte ja angeblich einen sehr schweren Schicksalsschlag gehabt, konnte dann aber natürlich feuchtfröhlich El Gordo bewerben. Ist sie, glaube ich, nicht zu sehen, also keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber diese Person, diese Dunkelhaarige, wo ich den Namen gar nicht nennen will, obwohl vielleicht das, was sie gesagt hat oder gegen mich da schießt, das ist auf der einen Seite so schlecht, aber auch wieder so gut, dass eigentlich allein das ich jetzt schon wieder parodieren kann. Und ihre Argumentationen, sie kommt mir, ich habe das ja dieses Glücksspielvideo gemacht mit ganz vielen Leuten, sie kommt, wie schlimm ist die Welt, wie schlimm ist die Gesellschaft, wie schlimm bin ich, also sie beschreibt mich mit Haaren und alles, also totaler Bullshit, dann beruft sie sich immer auf ihre Tochter, so meine arme Tochter und ich muss meine Tochter retten vor dieser Welt. Nee, ich glaube, du musst deine Tochter vielleicht einfach mal vor dich retten, weil du bist nämlich diejenige, die Leuten, die noch nicht volljährig sind, irgendwelche Glücksspielanbieter andrehst, wo... Ja, genau so sieht es eben halt auch aus, ja. Weil man weiß ja das Alter gar nicht von den Leuten, die einem folgen. Und dann sieht man da etwas, die finden das cool und so weiter. Also da sehe ich halt auch eine ganz große Gefahr drin. Das hat man ja schon so oft gehört, deswegen habe ich es ja auch gemacht. Wie viele Leute von sowas süchtig werden? Im großen Fall wahrscheinlich nicht. Aber es kann immer sein, von diesen abertausenden Leuten, die du da in deiner Story ansprichst, dass eine davon Ende wegen dir spielsüchtig wird. Also mach dir mal da Gedanken drüber. Und es geht auch nicht überhaupt nicht darum, dass Werbung schlecht ist und dass andere auch nicht Influencer sein wollen. Ich mag nicht gerne diesen Begriff Influencer, weil es genauso Leute gibt wie dich, die so einen schlechten Ruf damit machen. Alles machen für Geld. Du würdest sogar wahrscheinlich, weiß ich nicht, dein Kind verkaufen, das geht jetzt.
aber du würdest so viel machen, nur damit du für diese Story da Geld bekommst. Und diese 5000 Euro, die du da mit diesem Glücksspiel verdient hast, mit deiner Glücksspielwerbung, ich hoffe, du wirst da jetzt glücklich mit. Und ja, das hoffe ich auch, dass sie damit glücklich wird, das muss ich sagen. Und ich muss Sam da auch recht geben. Ganz ehrlich, da muss man einfach wirklich hinterfragen, wer ist der Kooperationspartner? Gibt es da irgendwelche Kritikpunkte? Überzeugt mich wirklich das Produkt? Ja, also ich bin so picky mit allem. Gerade jetzt so nochmal diese Story eben mit Ankerkraut, die unbedingt mit mir was machen wollten, weil ich eben sehr gerne koche, aber es ist jetzt Nestlé, das unterstütze ich halt nicht. Und ja, also da muss man halt einfach schauen, ist so der eigene Anspruch dafür und was finde ich auch wirklich gut, wenn mich etwas nicht überzeugt. Zum Beispiel hatte ich da auch etwas mal bekommen, so Putzmittel in so Tütchen mit so Pülverchen zum Anrühren. Ja, also wenn das hat halt auch echt nur geschmiert, ja, an der Glasscheibe oder am Fenster oder am Spiegel. Also es hat mich halt wirklich nicht überzeugt, dann kann ich das auch nicht weiterempfehlen. Aber ich glaube einfach, ab der Größe ist es einem egal, man sagt, okay, wie viel gibt's dafür? Ich mach's, egal wie. Und sei aber auch froh, wenn dann irgendwie nicht andere darüber spielsüchtig werden. Aber ich bin nie persönlich geworden, was du ja zu mir da machst. Jetzt werde ich auch eher persönlich, das stimmt. Aber du bist ja jetzt persönlich gegen mir geworden. Und ich will dir auch gar nicht an, jetzt fange ich schon an wie die. Ich reg mich aber gerade damit auf. Da denke ich auch wieder so, warum werde ich denn immer mit so langweiligen Leuten in eine Show gesteckt, wie bei Promi Big Brother? Warum nicht mal mit so einer, ich will jetzt den Namen nicht nennen. Sei froh, dass du es nicht... Ich war's. Sei froh, Sam. Sei froh. Mal mit so einer tollen Frau, weil dann hätte ich mal richtig Spaß daran. Dann kann ich auch mal so richtig mich aufregen, so wie jetzt. Und ist aber auch egal. Ich will einfach nur mit sagen, vielleicht mache ich dann noch ein Paradivideo raus, vielleicht auch nicht. Da muss ich mal gucken. Aber was die da für ein Bullshit labert, wie schlecht ist die Welt? Nein. Bist einfach nur du schlecht, weil du den Leuten das andrehst und nur damit du dein tolles Geld da hast und damit dir tolle Luxustaschen kaufen kannst. Und das ist das einzige Problem. Find mal den Fehler bei dir und nicht bei anderen. Und ja, wenn man so einen Scheiß macht, dann kommt da so jemand wie ich und parodiert den Scheiß oder sagt da was drüber, weil es auch einfach nur Bullshit ist. Weil dich, deine Follower, die dir folgen, überhaupt nicht interessieren. Das einzige, was du willst, ist damit Geld verdienen. Und deswegen kommst du alle paar Tage aus deinem Ding da gekrochen und sagst hier deine Tochter und keine Ahnung was. Ja, aber man hat ja auch schon im Sommerhaus vor ein paar Jahren gesehen, was für ein toller Mensch du bist. Ja, und da kann ich eigentlich nur sagen, genau so ist sie, wie sie im Sommerhaus auch war. So viel Glück, wie sie mit der Produktion von Kampf der Reality Stars hatte. Naja gut, ich habe ja auch eine Pfanne auf den Boden geschmissen vor ihre Füße, aber naja, wurde auch nicht gezeigt, hatte ich auch Glück. Aber die kann einem schon enorm triggern, diese Person. Und ja, wo ist die Gerechtigkeit geblieben, sage ich dann nur. Da. Ah. Und Unico hat sich natürlich auch dazu geäußert, ja, hat auch ein bisschen schön Hate abbekommen, ja, denn diese homophobe Geste von Elena Miras, völlig unnötig. Und das sind aber die Werte, die sie natürlich ihrem Kind in der Schweiz vermittelt. Ja, meine Lieben, das ist im Moment hier los im Beefy-Beefy-Land und ja, freue mich, wenn wir das nächste Mal ein bisschen sprechen können. Can we talk? Und es gibt schon wieder so vieles, aber ich muss jetzt so ein bisschen, ihr merkt schon wieder, meine Nase ist zu. Ich versuche es aufzuholen, alles, und ihr müsst einfach so ertragen. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da und ein Abo. Bis dann. Ciao.